Liebe Freunde, wir sind heute wieder auf der Gamescom. Es ist Samstag und im Cosplay Village unterwegs. Das ist jemand, der gerade in unsere Kamera laufen wollte, aber das interessiert uns nicht, denn die Cosplay Area ist wirklich nur ein Bereich, wo sich Cosplayer aus aller Welt international tummeln, sich austauschen und gegenseitig Fotos von sich machen. Wir wollen mal heute nachfragen, wie viel Mühe eigentlich so ein Cosplay ist und fragen, was für eine Intention dahinter steckt, warum man überhaupt cosplayt und vor allen Dingen, wer welchen Lieblingscharakter hat. So, wir stehen hier neben dem ersten Cosplayer oder der ersten Cosplayerin. Du stellst wen da? Ich bin Vi aus League of Legends. Kennt man selbstverständlich. Und du heißt normalerweise im echten Leben? Laura oder auch Koramia in der Cosplay-Gemeinschaft. Okay. Laura, Cosplay ist ein riesig großer Bereich mittlerweile auf der Gamescom. Unzählige Leute laufen verkleidet rum. Welche Intention steckt dahinter? Warum macht man das? Also in den meisten Fällen ist es tatsächlich, weil man einen Charakter besonders gerne mag und das auch darin ausdrücken möchte, dass man ihn halt so detailgetreu wie möglich darstellt. Viele verbinden Cosplay ja auch mit Roleplay, das ist ja der zweite Teil des Begriffs, und wollen dann natürlich irgendwie in die Haut ihres Lieblings schlüpfen. So, das ist so eine der Sachen. Andere machen das, weil sie einfach die Designs schön finden oder gerne vor der Kamera stehen oder sich auch künstlerisch und kreativ austoben wollen. Dann wäre die nächste Frage, warum Vi? Ich habe tatsächlich, als ich mir das Cosplay ausgesucht habe, noch nicht mal League of Legends gespielt, muss ich zugeben. Ich habe das Design einfach toll gefunden und viele Freunde wollten eine große League of Legends Gruppe machen und ich habe gesagt, okay, komm, ich will die Herausforderung, ich will dieses Cosplay machen. Und dann habe ich angefangen zu spielen, dann habe ich auch Vi gespielt und dann habe ich so gedacht, war eine gute Entscheidung, du magst auch den Charakter total gerne. Von daher passte das jetzt alles zusammen. Hallihallo! Eigentlich will ich dich nicht viel fragen, dir einfach nur sagen, das ist wahrscheinlich das, oder ihr habt wahrscheinlich die geilsten Kostüme auf der ganzen Gamescom. Wie lange hat das gedauert, die zu machen? Vielen Dank erstmal und ich habe ungefähr 700 Stunden habe ich in den Anzug reingeschickt. 100 Stunden? Ja. Du Scheiße, und du als Black Widow? 3 Monate. Da steckt jede Menge Arbeit hinter, ne? Aber Leute, ihr seht, Cosplay kann richtig geil aussehen. Oh mein Gott, ich habe meinen Doppelgänger gefunden. Warte, einen Moment. Bruce Wayne. Da ist er hinten. Batman! Wen würdest du bevorzugen? Wer würde gewinnen? Superman oder Batman? Ist das nicht offensichtlich? Wen stellt ihr da heute? Wir sind die Mates vom Lucky Chocolate Mate Café. Wir sind das Mate Café der Dokumit. Die ist in Düsseldorf. Er sieht einfach geil aus, ne? Die Leute. Ist der Hammer. Also ich würde, glaube ich, selber die Motivation gar nicht finden, da 200 Stunden an so einem Kostüm zu sitzen. Das sieht einfach nur geil aus, muss ich sagen. Und die Mädels? Sowieso. So, wir sind jetzt hier beim League of Legends Shop. Hier dreht sich auch alles um Cosplay, Merchandise und so weiter. Und da wollen wir doch direkt mal eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter fragen, je nachdem, wen wir gerade bekommen. Was hältst du denn so insgesamt von Cosplay? Deine Meinung auch dazu, dass es einfach so unglaublich schnell wächst momentan? Allgemein, Cosplay ist einfach eine schöne Art und Weise für Leute, sich auszudrücken und auch Mühe in was reinzustecken und eine Riesenmenge positives Feedback zu kriegen, weil ein entsprechend gut gemachtes Cosplay, jemand, der sich damit beschäftigt, der weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Stunden, Schweiß, Herzblut da drin steckt. Und das wissen eigentlich alle zu schätzen. Und auch Leute, die es nicht machen, sind ja teilweise echt beeindruckt. Wow, das ist ja echt ein Monster-Cosplay. Dein für dich bestes Cosplay diese Gamescom? Das für mich beste Cosplay diese Gamescom? Da gibt es extrem viele verdammt gute. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe eine extrem gute Vi gesehen schon diese Gamescom. Und auch alternativ, ich meine, es war ein Transformer. War ich von beiden extrem beeindruckt. So, liebe Freunde, das war's vom Cosplay Village Gamescom 2015. Ihr seht, wir haben tolle Kostüme gesehen. Schauen uns jetzt noch ein bisschen rum. Hinter uns geht noch die Party. Und euch wünsche ich noch einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.